Baumfrosch-Autor Desel Zank kennt sie. Die Filmbilder hat der Autor in Queensland gedreht. Die Familie der Laubfrösche, Hylidae, besteht aus überwiegend kletternden Froschlurchen, Anura, deren Arten weltweit verbreitet sind. Die größte Vielfalt erreichen sie in der neuen Welt. Es sind derzeit rund 870 Arten bekannt, womit es sich um die artenreichste Familie in der Klasse der Amphibien handelt. Es besteht eine große Formenfülle. Gemeinsame Merkmale zu benennen, ist nicht einfach, zum Knochenbau vergleiche, Niobatrachia. Laubfrösche im weiteren Sinne haben in der Regel eine glatte Haut, recht lange Sprungbeine und leben überwiegend auf Büschen, Bäumen und anderen Pflanzen. Dank ihrer charakteristischen Haftscheiben an den Finger- und Zehenenden können sie ausgezeichnet klettern. Diese Verhaltensweise wird außerdem durch einen Zwischenknorpel vor den Endgliedern der Finger unterstützt, der ihnen Greifbewegungen ermöglicht. Zum Ableichen suchen die meisten Arten nachts kleine Weiher oder andere Wasseransammlungen auf und setzen oft sehr kleine Eiklumpen ins Wasser ab. Es gibt aber auch abweichende Formen der Langkablage auf Blättern, vergleiche beispielsweise Maggi-Frösche, und von Brutpflege. Die Männchen verfügen nicht selten über eine große kehlständige Schallblase, mit der sie laute Paarungsrufe erzeugen. Beim Amplexus klammern sie die Weibchen unmittelbar hinter den Vorderbeinen. Besonders viele Vertreter dieser Familie bewohnen die tropischen Regenwälder der Erde, speziell auch in Lateinamerika. Im Einzelnen kommen Laubfrösche in Nord- und Südamerika, auf karibischen Inseln, in Australien und Neuguinea, mit wenigen Arten in den gemäßigten Zonen Eurasiens, von Europa bis zum japanischen Archipel, und mit lediglich einer Art, dem Mittelmeerlaubfrosch, am Nordwestrand Afrikas vor. In den größten Teilen Afrikas fehlt die Familie. Stattdessen finden sich hier unter anderem die recht ähnlich aussehenden Ruderfrösche sowie die Riedfrösche. Auf Pazifikinseln wie Neukaledonien, Vanuatu, Guam sowie auf Neuseeland wurden einzelne Laubfroscharten vom Menschen eingeführt. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Die systematische Zusammenstellung der Familie der Laubfrösche wird kontrovers diskutiert. Je nachdem, ob molekularbiologische oder morphologische Vergleichsmerkmale im Vordergrund stehen, werden von verschiedenen Autoren stark abweichende Übersichten vorgeschlagen. Die umfassendste Revision der letzten Jahre ergab eine Fülle von Umsortierungen und Neubenennungen. Eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu. Unter anderem wurden die bisherige Unterfamilie Hemifractinae komplett ausgegliedert und wird inzwischen als eigene Familie Hemifractida behandelt. Und es wurden neue Gattungen etabliert und Arten innerhalb der Gattungen neu zugeordnet. So blieben in der vormals mit über 300 Arten umfangreichsten Gattung Hyla, der auch der einzige mitteleuropäische Vertreter der Familie, der europäische Laubfrosch angehört, nur noch rund 35 Arten übrig. Auch die hier vorgestellte Übersicht eckige Klammer auf 3 eckige Klammer zu stellt keine abschließend fertige Systematik der Familie Hylidae dar. Baumfrosch Froschfraktiere Animals Natur Senk kennt sie Selzank kennt sie.